Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal Mitte Juli. Ich bin hier wieder an meinem Bienenstand am Wald und wir schauen einfach jetzt mal, was für Arbeiten Mitte Juli so anstehen. Ja, das ist einfach schön hier, ne, dieser Bienenstand mitten im Welzheimer Wald, im schwäbisch-fränkischen Wald. Und trotzdem von zu Hause nicht weit weg. Also wenn die Bäume nicht wären, wird man fast unseren Ort, oder sieht man unseren Ort, so ungefähr. Ja, da macht es Arbeiten Spaß. Noch dazu ist es ja wirklich ein schöner Bienenstand. Was steht jetzt heute an? Heute steht an Bienenfluchten einlegen. Naja, also ich lege jetzt hier, das sind ja, weiß nicht, 30 oder 32 Bienenvölker. Die bekommen jetzt heute die Bienenflucht. Wir haben es jetzt in der Früh. Und bei der Gelegenheit gebe ich denen im Brutraum auch noch gleich zwei Mittelwände oder ausgebaute Waben. Ja, wahrscheinlich eine ausgebaute Wabe, eine Mittelwände. Ich glaube, so habe ich es eingepackt. Und dann die Bienenflucht. Und dann holen wir morgen früh den Honig. Ja. Und dann ist das Thema hier vorbei. Ne? Ich meine, das ist immer wieder schwierig, ne, wenn man sich das anschaut. Du kommst zum, sagst, okay, die Waage haben keinen Zunahmen mehr. Jetzt machen wir mal zu Ende, auch wegen, dass man die Varroa-Behandlung danach der Honigernte machen kann. Und dann kommst du an den Bienenstand und die fliegen so schön und bringen schön Pollen und bringen ja auch noch, ja, ist einfach ein schönes Bild. Hier hinter mir blüht alles in diesem Wiesenstreifen. Da fällt es dann doch immer schwer, da so einen Jahresabschlussschnitt zu machen und Bienenflucht reinzutun und abzuernten. Aber gut, was man jetzt nicht macht, ne, es ist einfach notwendig, auch bezüglich der Varroa-Behandlung. Die wollen wir ja nicht mit dem Honig vermischen und deshalb eine ganz klare Trennung. Deshalb Honig runter. Dann weiß ich es nicht, ob ich hier weitermache an denen. Also, vorgesehen habe ich jetzt mal, stand jetzt für diese Bienenvölker eine totale Brutentnahme. Mache ich vielleicht hier an diesem Standort, weil wie gesagt, das ist nicht eine halbe Stunde zu fahren, es ist nicht weit. Oder ich fahre sie gegebenenfalls auch vorher heim. Das werde ich jetzt im Laufe der nächsten Stunde sehen, wenn ich die Bienenfluchten einlege und die Mittelwände im Brutraum dazugebe. Dann werden die Bienenvölker alle so summa summarum 7, 8 Waben haben. Genau. Und ja, dann sind wir da schon mal einen Schritt weiter. Ne? Da muss der Honig noch geschleudert werden. Und man muss auch dazu sagen, das ist jetzt der erste Stand, den ich abschleudere. Ne? Ist relativ untypisch hier der im Wald, aber ja, es ist halt dieses Jahr so. Ne? Was will man da mehr machen? So, jetzt zeige ich euch mal kurz noch ein Bienenvolk, wie das bei mir jetzt aus diesem Waldhonigtrach kommt. Also wir haben hier, also es waren drei Honigräume drauf, die stehen hier hinter mir, Absperrgitter. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Waben. Da kommen jetzt noch zwei dazu einfach gesetzt. Die habe ich hier drüben, das kann man praktisch parallel machen. Die setze ich hier, ja passt nicht, brauche ich beide Hände. Die setze ich dann da rein. Absperrgitter drauf, Bienenflucht drauf. Und gut ist, ne? Also ist für mich ein Volk, wo in Ordnung ist. Man muss ja sagen, da kommen ja noch drei Honigraum voll Bienen dazu. Ja, aber ja, man sieht es auch, kein Anzeichen von Räuberei. Also es kommt schon noch was rein. Wie gesagt, irgendwie schade, aber die Gesundheit geht vor, ne? Also. So, jetzt weiß ich nicht, ob man das auf der Kamera überhaupt gut sieht, aber wenn man sich dieses Flugloch anschaut, da ist jetzt gerade nicht viel Betrieb, aber ich sehe ganz klar ein relativ ruhiges Verhalten. Ich sehe Pollen mitgebracht werden und dann schaue ich mir das hier an. Da ist große Aufregung, da wird geschwänzelt, Duftstoff verteilt und hier im Gegensatz nochmal ein ganz ruhiges Flugbild mit vielen, vielen, vielen Pollen. Sehr schön. Ganz klar, dieses Volk hat ein Problem, da brauche ich gar nicht. Dann sehe ich auch hier noch hier oben relativ viele Drohnen rumkrabbeln. Also ohne das Volk aufzumachen, würde ich behaupten, das Volk ist drohnenbrütig. Ja, so kann man sich manchen
manche Öffnung von dem Bienenvolk sparen, wenn man sich einfach mal so ein Flugloch genauer anschaut. Ne? Das ist ja prinzipiell, muss man nochmal sagen, so die Herangehensweise Bienenstand, Flugloch anschauen. Bevor ich einen Deckel aufmache, schaue ich mir immer das Flugloch an. Deshalb bin ich persönlich auch nicht so der Freund, Bienenvölker auf dem Balkon, das ist eine Art Blumenkasten, sagen wir, man sieht das Flugloch nicht. Gibt es schöne Bücher dazu, Flugloch am Flugloch, glaube ich, uralt. Kann man unheimlich viel erkennen, spart man sich viele Eingriffe, weil jetzt zum Beispiel relativ sicher, dieses Volk ist einfach drohnenbrütig. Ich habe weder eine Ersatzkönigin noch dabei, noch sehe ich das ein, jetzt eine Brutwabe aus einem anderen Volk zu opfern, um die da einzuhängen. Brauche ich gar nicht weitermachen, brauche ich gar keine Bienenflucht einlegen, funktioniert ja sowieso nicht. Lasse ich einfach so, nehme ich dann, wenn ich diese Gruppe mit nach Hause wandere in den nächsten Tagen, nehme ich das Bienenvolk einfach auch mit und dann schauen wir. Ne? Entweder, wenn es noch entsprechend viel Bienen hat, bekommt es eine neue Königin reingehängt, also praktisch als offener Kunstschwarm. Bin ich aber eigentlich kein Freund davon, weil das ist auch so ein Gepfusche. Oder ich löse es auf. Ne? Also es kann sein, dass wenn ich im Moment gerade eine Königin übrig habe oder wie auch immer, dass ich das so mache. Aber eigentlich ist es Gepfusche. Und man weiß ja nicht, wie lang es drohnenbrütig ist. Man müsste es anschauen, ne? Einfach. Und dann die Entscheidung fallen, wenn das noch stark ist und noch nicht so arg lang drohnenbrütig ist, dann offener Kunstschwarm. Einfach abkehren, das Bienenvolk vom Flugloch, eine neue Königin im Käfig einhängen. Funktioniert es, wenn die Bienen nicht so alt sind, aber ja. Auf jeden Fall habe ich da in dem Bienenvolk jetzt nichts zu tun und habe die Zeit auch gleich genutzt, um euch ein kurzes Video, eine Ansage oder Einschnitt zu machen, um das ins Video zu nehmen. In der gleichen Zeit hätte ich es mir natürlich auch angeschaut, aber ja, so ist es. Ne? Ja, was einem gerade so nebenbei auffällt, beim Arbeiten hier am Bienenstand ist folgendes. Weiß nicht, nämlich, dass wir hier, ich hoffe, man sieht es auf dem Video, direkt praktisch hier so 1,5 Meter, 70 Zentimeter entfernt ein Hornissennest haben. Ne, in diesem Baum, auch da oben nochmal. Ja, sehr schön. Ne, die Natur ist doch einfach schön. Ich habe es gerade eben gesehen durch Zufall, weil ich ja konzentriert gearbeitet habe. War jetzt ja auch hier nah dran und ja, man sieht, funktioniert. So, dann wäre das jetzt auch erledigt. Alle Bienenvölker haben die Bienenfluchten. Ein, zwei habe ich gefunden, wo ich die Königin gern tauschen würde. Das habe ich mir einfach vermerkt, das kann man dann später im Jahr noch machen. Ja, und dann wird es wahrscheinlich das letzte Video hier vom Bienenstand, weil ich weiß nicht, wie ich es genau mache, aber die gehen jetzt dann heim. Aber ich zeige euch nochmal die Umgebung. Ich finde es hier einfach tipptopp. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, kurz nach 5. Heute geht es darum, die Honigräume abzunehmen. Da nehme ich die Honigräume ab und ich habe gestern auf der Waage gesehen, es sind wirklich noch coole Zunahmen. Das habe ich ja gestern schon gesagt, vom Fliegen her, da kommt richtig was rein, es gab keine Räuberei. Und bei sowas kommt man natürlich total ins Grübeln, was macht man, lässt man sie doch nochmal drauf. Nein, ich nehme die jetzt runter. Und dann habe ich euch ja gestern gesagt, ich wollte ja so totale Brutentnahme hier machen. Dann werde ich wahrscheinlich hier die Brut entnehmen. Und wenn der Trend anhält, bekommen die einfach nochmal einen Honigraum. Wir werden sehen. Habe ich auch so, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber es wird einfach jetzt mal
ein Versuch. Ich meine, es ist ja auch total wetterabhängig. Wenn es jetzt nicht regnet, dann funktioniert es. Wenn nicht, kann man sich den Honigraum gleich sparen. Also, ich lade die Honigräume ein. Bis dann. Ja, so sieht es jetzt hier morgens um, was haben wir denn, nee, 6 aus. Der Honig ist unten. Ein bisschen Futter habe ich gleich gegeben. Und fahre jetzt den Honig heim, tu frühstücken und dann schaue ich einfach mal die Tage, wie ich hier weiter vorgehe. Also Zielplan bisher ist eine totale Brutentnahme. Je nach Waagzunahme mache ich das hier am Standort oder ich fahre sie heim. Also wenn es hier weiter ein bisschen so vor sich hin honigt, würde ich es hier einfach machen. Dann kommt da eben schon was rein, wo sie Mittelwände ausbauen können, wo sie sich einen kleinen Futtervorrat anlegen können. Und fahre sie dann erst angeschlossen heim, ist ja von mir alles nicht weit weg. Wenn hier jetzt nichts mehr kommt, fahre ich sie heim. Ne? Totale Brutentnahme deshalb, klar, Varroa-Bekämpfung. Ich meine, der Befall ist jetzt hier nicht arg groß, aber ich versuche irgendwie halt immer diese Ameisensäure zu umgehen. Und da habe ich jetzt halt bei den Bienenvölkern noch die Luft, dass ich das zeitlich und vor allem auch materialtechnisch schaffe. Und ja, dann finde ich das eigentlich immer eine ganz coole Methode. So, jetzt muss ich aber weiter. Der Tag ist noch jung. Wir haben heute noch viele, viele Pläne. Ich wünsche euch was. Fragen, Kommentare, schreibt einfach. Fragen, Kommentare, Fragen und sonstige Sachen schreibt einfach unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo mit der Klingel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao.